Bayerische Milchindustrie tagt in Landshut. In den Bernlochner Stadtzellen in Landshut hat am Dienstag die Generalversammlung der Bayerischen Milchindustrie stattgefunden. Dabei wurde der Geschäftsbericht für das Jahr 2014 vorgestellt. Die BMI konnte dabei im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung um 24 Millionen auf 605 Millionen Euro verzeichnen. Die sogenannte Trockensparte und das Exportgeschäft spielten bei dieser Entwicklung die größte Rolle. Die verminderten Erlöse im Vergleich zum Vorjahr übten sich dementsprechend auf die Bilanz aus. Bilanziell war die Bilanz im Wesentlichen davon getragen, dass aufgrund der Erlösreduktionen sich die Bestandswerte entsprechend reduziert haben und insofern auch die Bilanzsumme sich reduziert hat. Allerdings kann man feststellen, aufgrund unserer Ergebnislage aus dem letzten Jahr hat sich die Eigenkapitalquote nochmal deutlich erhöht, sodass wir beim wirtschaftlichen Eigenkapital heute über 41% liegen. Diese 41% entsprechen dabei rund 62 Millionen Euro. Der weltweit größte Verarbeiter und Anbieter von Biomolkeprodukten konnte im Jahr 2014 Investitionen in Höhe von 16,5 Millionen Euro leisten. Der Jahresüberschuss der BMI betrug 6 Millionen Euro.